Ein Etappensieg für die Kritiker in der Handelskammer, der erste Schritt zu mehr Transparenz. Jahrelang hat sich die Kammer gewunden. Jetzt steht fest, 475.000 Euro bekommt der Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz. Zu viel oder angemessen? Bundeskanzlerin Merkel verdient 290.000 Euro, Bürgermeister Scholz knapp 180.000. Wieso soll die Wirtschaft sich an einem Repräsentanten der Politik und des Senats orientieren? Wir orientieren uns mit der Vergütung unserer verantwortlichen Personen, für die wir verantwortlich sind, an der Wirtschaft. Und da sei die Summe angemessen. Ein Gutachten der Wirtschaftsberatungskanzlei Kienbaum habe das bestätigt, so die Kammer heute. Das Ergebnis dieser Studie ist, dass die Gesamtvergütung unseres Hauptgeschäftsführers vergleichbar mit Vorstandsvorsitzenden oder Geschäftsführungsvorsitzenden von mittelständischen Unternehmen ist. Der Vergleich hinkt, so die Kritiker. Allen voran die Gruppe Die Kammer sind wir. Ohne sie hätte es die heutigen News wohl nicht gegeben. Die Handelskammer ist ja kein mittelständisches Unternehmen. Sie haben Pflichtmitglieder, die Unternehmen zahlen Zwangsbeiträge. Es gibt kein unternehmerisches Risiko, was der Hauptgeschäftsführer trägt. Darum ist dieser Vergleich eigentlich nicht angebracht. Über die Gehälter der Kammerchefs gibt es fast nur Schätzungen. Die offiziellen 2,1 Millionen Euro für die 15 Führungskräfte in Hamburg scheinen eher normal. Hingegen bekommt der Chef der vergleichbaren Münchner Kammer 100.000 Euro weniger als sein Hamburger Kollege. Der erste Schritt zu mehr Transparenz ist womöglich nur der Anfang. In Bayern muss die erste Kammer nach einem Gerichtsurteil das Gehalt ihrer Führungskräfte sogar von der Vollversammlung der Mitglieder festlegen lassen. Vielleicht bald auch in Hamburg?